Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Rage Mode. Ich hoffe, dass wir nicht rausgeworfen werden, denn es war gar nicht mal so mega leicht hier überhaupt erstmal reinzukommen. Ui, da haben wir gerade mein Gesicht gesehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der ersten Runde wieder. Mal sehen, ob wir hier ein bisschen rumschreien können heute. Ich habe ein bisschen Lust, meine Wut rauszulassen. Oh, es geht schon los. Oh, das ging schnell. Das ging zu schnell. Moment, ich muss erst hier den ganzen Modus hier wieder anmachen. So, jetzt ist alles normal, oder? Ah, okay, wir können uns eh noch nicht bewegen. So, das Spiel sollte man kennen, denke ich mal. Ich habe es schon ein paar Mal auf meinem Kanal gebracht. Ich merke gerade, wie es wieder ordentlich ruckelt. Jetzt, wo ich mit Facecam tatsächlich aufnehme. Keine Ahnung, ob es daran liegt. Okay, wurden wir erwischt von hinten? Ah, von mir aus. Es geht halt darum, möglichst viele Punkte zu machen, indem man hier die meisten Leute umbringt. Pfeile bleiben haften und explodieren. Außerdem kann man mit der Schere ein paar mehr Punkte, glaube ich, machen und mit der Axt sogar ein paar Punkte vom Gegner klauen, glaube ich, war das. Auf jeden Fall, dass der weniger hat. Ich sehe jetzt gar nicht so viel. Ich kann vielleicht noch erzählen, wie es dazu kam, dass ich jetzt gerade Rage-Mode wieder aufnehme. Oh, oh, voll daneben. Oh ja, sehr gut, den haben wir getroffen. Wir haben zwar auch viel Schaden genommen, aber der hätte uns gemessert. Und es sind übrigens One-Hits. Wenn man sie also trifft, dann ist alles gut. Dann ist alles wunderbar. Verdammt, der versucht mich zu messern. Okay, ja. Wir haben ihn getötet. Er uns aber auch gleich... Oh, stirb. Stirb. Ah, verdammt, hier waren zu viele. Wir sind gleich mitten im Getümmel gestorben. Oh, oh, hallo, guten Tag. Hallo, stirb. Stirb. Okay, da ist er auf jeden Fall gestorben. Wahrscheinlich nicht durch uns, sondern durch den da hinten. Ah, 50 Punkte ist echt schlecht. Aber naja, was soll man machen? Hier sind wieder so viele. So arschviele. Okay, den haben wir. Den haben wir. Okay, da hinten sind welche. Die schießen. Wunderbar. Und hallo. Guten Tag. Ah, wir sind gestorben wieder. Mann. Mann. Komm schon. Okay, hier hinten sind zwei. Da hinten ist auch einer. Ah, Mann. Er hat uns getroffen. Wir ihn nicht. Ah, das ist schlecht. Hallo, guten Tag. Ah, daneben geschossen auch noch. Der scheint irgendwie AFK zu sein. Und dennoch treffe ich ihn einfach mal nicht. Das ist schon bitter. So, komm. Wir versuchen mal hier was. Vielleicht mit der Axt mal ein bisschen zu werfen. Hallo. Sehr gut. Haben wir ein paar Punkte abstauben können. Das ist sehr schön. Oder klauen können, wie auch immer. So, hier, bitteschön. Du auch. Warum treffe ich den nicht? Warum treffe ich die denn nicht? Komm schon. Aua. Mann. Oh, hallo. Ah. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Es läuft richtig schlecht. Kann man nicht anders sagen. Oh, hier ist auch einer. Okay, der scheint AFK zu sein. Und ich nehme sogar noch Schaden, ich Idiot, weil ich dahin laufe. Aber ich musste mich natürlich irgendwie auch verstecken. Ah, fuck, getroffen. Der war nicht schlecht. Der war echt gut. So, den haben wir auch getroffen. Ich glaube, der ist auch gerade direkt erst gespawnt. Ah, diese Ruckler sind wieder da. Das liegt irgendwie an der Facecam. Es wird Zeit, dass ich mir einen leistungsstarken Dings hole. Ich denke, dass es daran liegt. Zumindest habe ich gestern hier ein bisschen auf Servern wieder gespielt, gestern Abend. Und, ja... Da lief alles wunderbar. Ihr könnt mal hier mit versuchen. Ist voll daneben. Versuche ich es halt hier mit. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja gut, haben wir. Haben wir den mal gemessert. Auch die anderen Sachen möchte ich halt mal ein bisschen öfter verwenden. Auch wenn ich den Bogen halt am liebsten mag. Also ich mag so Spiele, wo es mit dem Bogen geht. Auch wenn ich es nicht gut kann. Aber ich würde es gut können halt. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Wo ist er hin? Da hinten irgendwo. Und da oben ist auch noch einer. Hallo. Ja gut, mein Fall kam ein bisschen verspätet an, aber er kam an. Und so muss es laufen. Warte mal, wo sind die Nächsten? Oh Mann, hinter mir war der Nächste. Sehr gut. Oder auch nicht. Wo sind die Leute? Da ist einer, gerade gespawnt. Tut mir leid. Das tut mir leid, aber wenn du vor mir spawnst, muss ich dich natürlich ermorden, weil das wird genauso auch mit mir gemacht. Ah, da hat es gerade ein bisschen gelaggt, aber der war gar nicht mal schlecht. So, hier nochmal. Und hier oben ist auch noch einer. Beziehungsweise sind da mehrere. Ich sollte mich aber auch mal umdrehen, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Scheint aber so. So, komm, ich versuche jetzt mal hier hochzustürmen, hier rein. Vielleicht erwischen wir irgendwen. Könnte sein. Oh nein. Oh, gut gemacht. Verdammt, wir haben es mit der Axt geschafft. So, komm, stirb. Aua, ein bisschen Schaden bekommen. Ah, jetzt hat er uns auch getötet. Verdammt, da hinten geht's ab, die Post. Komm schon. Komm schon. Einfach rein hier. Einfach rein ins Getümmel. Wir werden schon irgendwen treffen. Einen haben wir. Ah, misst der uns aber auch. Ja, aber wir haben den auch getötet noch. Das ist sehr gut. So, hier erstmal weg. Und hier, bitteschön. Bitteschön. Ah, verdammt. Oh,
Direkt gestorben. Verdammt, mit der Axt glaube ich auch noch. Durch die Axt. Hinter uns wäre. Ja. Hallo. Sehr gut. Haben wir. Ah, sind wir aber auch gleich wieder gestorben. Aber zumindest haben wir auch gleich die Axt wieder zur Verfügung. Ich mag das Spiel an sich sehr gerne. Auch. Ich kann sehr gut verstehen, dass es Rage-Mode heißt, weil manchmal wird man halt einfach sofort getötet. Verdammt, das war nicht schlau. Oh, und das war richtig schlecht gemacht einfach. Komm schon. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das war sogar einer der guten, den wir hier ein paar Pünktchen abgezogen haben. Na gut, 310 ist jetzt nicht das Nonplusultra, ne? Ich weiß aber auch nicht, wie lange es noch geht hier. Keine Ahnung. Ich glaube, bis irgendwer so und so viele Punkte hat oder wenn eine bestimmte Zeit vorbei ist. Ich habe jedenfalls gestern ein bisschen hier gespielt, ein bisschen Rage-Mode mit einem Kumpel und zu zweit auch nur, weil niemand sonst war auf dem Server. War irgendwie ganz lustig und man kann Glas kaputt machen. Zu zweit ist das auch ganz cool, könnte man auch mal irgendwann machen, wenn ich irgendwen finde, der auch nachts aufnimmt. So wie ich. Die meisten, die ich kenne, die nehmen immer nur tagsüber auf und ich kann halt auch nicht immer in der Nacht aufnehmen. Kann ich eben auch immer nur dann machen, wenn meine Freundin nicht da ist. Wenn sie da ist, dann muss ich natürlich ein bisschen Rücksicht nehmen. So liebevoll bin ich ja, ich bin ja... Beste Mensch der Welt. Naja, nicht ganz. Aber so ein bisschen. Oh, wow, wow, da kam was angeflogen. Da kam was angeflogen. Haben wir den getroffen? Vielleicht, keine Ahnung. Einfach mal runtergesprungen und erwischt im Sprung. Na, so kannst laufen. Warte mal, hier ist doch irgendwie einer lang gelaufen. Oder hat der den selbst erwischt auch noch? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ist vorbei. Leider nicht die einen von den ersten drei Plätzen belegt. Ja, das war eine kleine Runde Rage-Mode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mag das Spiel ziemlich gerne und vielleicht kann ich das auch ein bisschen öfter bringen, wenn ihr Bock drauf habt. Und, kleines, süßes Video möchte ich eigentlich öfter so machen, dass die Videos relativ kurz sind, dass sie schön knackig sind und man sie zwischendurch angucken kann. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr ein Däumchen nach oben da lassen. Und wenn nicht, dann lasst ein Däumchen nach unten da. Denn damit könnt ihr mich auch wissen lassen, dass die Videos scheiße sind. Macht mich zwar zu tief traurig und ich würde mich über 10 Daumen hoch mehr freuen als über einen Runden, aber... Bewertet einfach, wie ihr wollt, wie ihr es für richtig haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, was für Minigames ihr wiedersehen wollt. Wenn ich es schaffe, werde ich dann zu morgen und in den nächsten Tagen eine Adventure-Map, meine erste, aufnehmen. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich würde gerne deutsche machen. Wenn ihr dafür Vorschläge habt, könnt ihr die auch in die Kommentare schreiben, was man da so an deutschen Maps spielen kann. Also wo die Story halt deutsch ist und die Erklärung und so, das ist halt ein bisschen angenehmer dann zu Let's Playen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Bewerten. Bis dann. Tschüss.